Wir unterbrechen nun für eine kleine Pause. Für das leibliche Wohl sorgt die Zentrumspartei unter dem Vorsitz unseres werten Herrn Bürgermeisters, die einen Stand mit Kaffee und Kuchen in der Parteifarbe Grau spendet. Die Verköstigung findet im Gerichtsgarten statt. Jetzt hör doch mal auf mit der Fummelei. Das ist ja furchtbar. Nein, jetzt hört es an. Ah, General! Darf ich Sie im Namen unserer Partei mit einem Stückchen Torte aufmuntern? Das ist mein Sekretär, Herr Schleichwinkel. Guten Tag. Das ist meine Tochter Amalie. Amalie, ich habe schon sehr viel von Ihrem musischen Talent gehört. Ach, Amalie, Kaffee bitte. Nun, Herr General, das mit dem Krieg war ja ein Schnellschuss. Nun, Sie wissen ja, der Sommer kommt, der Sommer und unser Schleichwinkel. Kohlenkeller? Kohlenkeller. Im Rathaus bedürfte einer kleinen Grundreinigung. Und Sie und Ihre Männer? Ja. Wir würden uns natürlich erkenntlich zeigen. Worauf wollen Sie hinaus? Wenn Sie mit anpacken könnten, Rang des Kohlenkellers, also mein Sekretär und ich, wir würden natürlich mit anpacken. Sag ich mal, geht's Ihnen noch ganz gut? Ach, fast hätte ich vergessen, meine Tochter hat was Kleines vorbereitet. Sie sehen, wir tun alles, um sie aufzumuntern. Amalie. Die schwarze Glut, die zehret, die mir den Leib beschweret, die... Tulp? Die Tulp, um die ich trauere, liegt unter einer Mauer. Hinfort ist sie gegangen, kehrt nimmermehr zurück. Ja, ich trauere heute um meiner Jugend Glück. Das war wunderschön. Jetzt geht's mir schon viel besser. Kreuznippel! Alter Hauding! Friedrich! Sie kennen sich? Ja, eben. Wir waren gemeinsam auf den Düppler Schanzen. Ja, ja, die Düppler Schanzen. Der Kollege hat uns beinahe die Schlacht versaut. Na ja, wir haben ja gewonnen. Na, euer Kommandeur, der hatte einen genialen Plan. Hat das ganze Schlachtfeld unter Wasser gesetzt. Zur Verwirrung des Gegners. Herr General, das habe ich ja noch nie gehört. Warum halten Sie doch Ihren dummen Schnabel? Na, wie dem auch sei, darf ich den Herrn meine Tochter vorstellen, ja? Waltraud! Enchanté, madame. Ganz meines Erachtens. Ich habe auch eine Tochter. Henriette, die Brille. Donnerwetter! Was ist denn? Na, immer noch mit diesen Katapulten an vorderster Front? Was verstehen Sie denn? Der Kerl hatte einen Nerv, kann ich Ihnen sagen. Wir stehen auf einer Anhöhe und vor uns formiert sich eine ganze Division. 25.000 Mann. 25.000 Österreicher. Ach, komm, meine Frau ist Österreicherin. Das tut mir leid. Ja, und der Kollege hat doch tatsächlich den Nerv zu sagen, ohne mindestens 2 Dutzend von diesen Nippel, wie heißen die Dinger? Federspannkatapulte! Henriette, jetzt noch auf! Ja.